hat sie alle gehabt. Sharon Stone berichtete ihm von lesbischen Fantasien. Brad Pitt vertraute ihm an, er habe beim Bergsteigen seine innere Leere überwunden. Für viele sind sie ein Monster. Und dann sagt er, das mag sein. Ein Monster, für den das Kämpfen so viel bedeutet wie für Einstein das Denken oder für Hemingway die Wörter. Creative Troublemaker, das wollte er sein. Man freut sich einfach immer, wenn man gute Geschichten im Blatt hat. Meinen Sie dann die heilige Langeweile des genuinen Künstlers? Die Tom-Kummer-Interviews, die fanden alle nicht nur gut, sondern sensationell. Sie haben es erfasst. Langeweile fördert meine Schaffenskraft. Sie wussten, das sind von Tom Kummer erfundene Geschichten. Das war ein stilles Agreement. Davon haben die alle geträumt. Hier schrieb ich die Geschichten wie Sharon Stone, Bruce Willis, Brad Pitt, Courtney Love und die vielen anderen, mit denen ich mir ein Grab geschaufelt habe. So blöd kann niemand sein, zu glauben, dass ich das jetzt echt wirklich so 1:1 geliefert bekommen habe von einer Star. You were real trash. Und es gibt bei dir die Geschichte als Künstler. Die haben die anderen ja nicht. Tom chose not to be an artist. Ich möchte Tom Kummer definitiv nichts zu tun haben. I was a bad boy.